Hallo zusammen, Stefan hier von EDC Austria. Ich wollte eigentlich noch ein Messevideo dieses Jahr machen. Heute ist der 30. Dezember. Aber ich weiß nicht, ob ich vielleicht nicht heute Nacht wieder ins Spital muss. Ich bin ziemlich krank und ich wollte auf jeden Fall noch ein Video über dieses sehr interessante Licht machen. Das ist das Nightcore-Tip. Das ist ein metallisches Schlüsselanhängerlicht mit zwei Schaltern, was ich schon mal super finde, nämlich den einen zum Einschalten. Dann kann man hier die drei Modi durchgehen, wobei es schaut immer so aus, als würde ich es ausschalten. Aber das ist die kleinste Einstellung mit einem Lumen, die übrigens 46 Stunden geht. Dann ist hier die nächste, das sind 35 Lumen, die gehen für 6 Stunden und 30 Minuten. Die nächste ist 150 Lumen, die geht für 90 Minuten. Und wenn ich die 360, die vollen will, muss ich kurz gedrückt halten und dann komme ich auf die volle Stärke. Die gehen für 30 Minuten, die 360 Lumen. Das Gute ist, man wird gewarnt, wenn sie leer wird, und man kann hier sie über Micro-USB wieder aufladen. Sie hat einen 500 mAh Akku, was ich sehr gut finde. Es gibt übrigens davon auch eine CRI-Version. Das steht für Color Representation Index, also für Farbwiedergabeindex. Und mit der anderen werden die Farben in der Nacht natürlicher wiedergegeben. Dafür hat es nur 220 Lumen. Wobei, ich habe es lieber hell, als dass ich echte Farben habe in der Nacht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Und auf jeden Fall, die normale Ausgabe ist ein Cree XBG2 S3 LED-Emitter mit digitaler Optik. Dadurch erreicht das Ding auch so ein super Streif, wo nicht in der Mitte ein Punkt ist, der sich dann ausbreitet, sondern wo der gesamte Bereich hell erleuchtet wird. Und jetzt geht's eben wieder zurück in den kleinsten Modus, und kleinsten und größten Modus kann man direkt ansprechen. Ansonsten macht man so, man schaltet ein und geht dann die verschiedenen Modi durch. Sie hat auch Memory-Funktion, das heißt, sie geht dann wieder in den kleinsten, den ich hatte. Wenn ich aber nicht sicher bin, dann kann ich einfach wählen, indem ich mit dem kleinsten starte, und dann kann ich nicht meine Nachtsicht verlieren, wenn ich mich schon aufs Dunkle eingestellt habe. Sie hat bei Maximalausgabe 1400 Candela. Und geht, also die Strahldistanz ist 76 Meter. Die ist bei der CRI-Version zum Beispiel auch nur 54 Meter. Und das sind echt alles Sachen, die ich gern eintausche, dafür, dass das Licht ein bisschen die Farben verfärbt. Wie wichtig ist das in der Nacht? Zum Filmen werde ich es ja sowieso nicht verwenden. Sie ist IPX54 zertifiziert, das heißt Allwetter zertifiziert, aber nicht wasserdicht, aber man kann sie ruhig von einem Meter, eineinhalb Meter runterwerfen. Hier hinten, also nicht das, sondern dieser kleine Halterungsrahmen da hält angeblich 30 Kilo. Habe ich noch nicht probiert. Das heißt, kann man ziemlich fest anreißen, wenn man das direkt montiert hat. Weil ich glaube, das kleine Ding hier wird keine 30 Kilo halten. Ja, schauen wir noch kurz, wie das ausschaut, wenn man sie lädt. Ich kann euch übrigens nur empfehlen, wenn ihr oft oder wenn ihr ein Kabel viel verwendet, so ein Anker, geflochtenes Kabel auch zu nehmen. Und im neuen Jahr kommt jetzt wirklich dann der neue Untergrund, weil das ist ja schrecklich, wenn das dauernd umschaltet. So, jetzt wird sie geladen, und das sieht man hier am roten Indikator. Und sobald sie voll wird, leuchtet der dann
leuchtet der dann grün. So, das ist eigentlich alles, was ich euch erzählen wollte. Es gibt es in verschiedenen Farben. Hier kurz ein Bild von der Seite von Nightcore. Okay, ich gebe euch den Amazon-Link rein und auch aber den Link von Gearbest. Ich habe mir dort auch noch eines bestellt, weil es nämlich nur 17 Euro dort kostet, statt 33,90 wie auf Amazon. Hab schon einiges auf Gearbest gekauft und bis jetzt noch keine Probleme gehabt. Coupon-Codes gibt's keinen. Erstens bin ich zu klein und zweitens den Artikel haben schon so weit runtergerissen. Da haben auch die Coupon-Codes von den anderen Seiten nichts genutzt, weil es über 50% reduziert war, weil der normale Preis bei denen liegt auch so bei 25 bis 30 Euro. Und die haben auch die CRI-Version, falls ihr in der Nacht echte Farben wollt. Ich weiß noch immer nicht, was das bringt. Aber die CRI-Version, die bis zu 220 Lumen hat, die hat einen CRI-Index von größer als 90. Wem das was sagt, der kann mir gerne in den Kommentaren erklären, was das heißt. Sollte ich mich aufraffen und noch ein Video machen, wünsche ich euch dann alles Gute. Ansonsten guten Rutsch und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann, tschüss. Oh, eines noch habe ich ganz vergessen. Bei den Stiegenhausaufnahmen, die ich ja immer mache, bei den EDC-Lampen, habe ich die Nightcore T2S als Vergleich genommen. Eine Lampe, die fast genauso viel kostet, die aber nur 50 Lumen hat. Man sieht dann schon schön den Unterschied. Gott, bin ich froh, wenn das endlich weg ist, weil da stiehlt dauernd der Kamera den Fokus. Keine Ahnung, was ich da machen soll. Naja. Okay, alles klar. Jetzt kommt noch die Aufnahme aus dem Stiegenhaus. Weiter raus gehe ich nicht. Bis dann, tschüss. So, hier sehen wir im Bereich da meines Stiegenhauses. Ich teste diesmal alle Einstellungen. Jetzt sind wir, glaube ich, im mittleren und jetzt habe ich hochgeschalten auf die 360 Lumen. Es ist da komplett finster. Und man sieht wirklich schön, dass man auch schon mit einer geringeren Stärke was sehen würde. Außer natürlich mit der Lumeneinstellung. Okay, das war's zu der Lampe. Und jetzt habe ich hier zum Vergleich nochmal die 50-Lumen-Lampe von Nightcore. Und man sieht, die beleuchtet wesentlich schwächer. Und ja, ist halt für Stiegenhaus und so auch geeignet, aber ansonsten für draußen eher nicht. Okay, ciao!